Ja, der Herbst fängt ja gerade an und es ist halt, ja, es ist so richtig schon eine Pracht, weil jetzt fangen die Herbstbahn an, die Sachen färben und man überlegt sich dann natürlich so ein bisschen, was kann man jetzt noch im Herbst pflegemäßig, muss ich was machen, kann ich was machen, soll ich was machen, darf ich noch was setzen und so weiter. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mit auf einen kleinen Rundweg durch meinen Garten und zeige euch, was ich so tue im Herbst, nämlich möglichst wenig. Hereinspazieren. Vielleicht ganz kurz zur Frage, weil das werden mir Gärtner immer gefragt, kann man im Herbst noch setzen, soll man setzen? Ja, unbedingt. Der Herbst ist eine Traumsetzzeit, weil die Pflanzen gehen eigentlich in Winterruhe. Das heißt, die haben mit dem Sitzen keinen Stress mehr. Man kann auch Gräser noch ganz gut setzen. Ich zeige euch jetzt was. Das ist sowieso ein super cooles Gras, weil es so eine Wahnsinnsherbstfarbe kriegt. Das ist eine Rutenhirse, die Rutenhirse Northwind, also Nordwind. Was nur wichtig ist, wenn ihr euch Gräser setzt im Herbst, in die Verkaufszentren oder in die Gärtnereien kriegt, ist oft, dass sie angeschnitten sind. Das ist schlecht. Also ihr müsst schauen, dass am Großen alles dran ist, auch wenn es schon so strohgelb ist, und setzt es dann mit dem ganzen Dings und schneidet es nicht an, weil da kann dann über den Winter das Wasser eindringen und dann sterben euch die Gräser ab. Und so sollen sie bleiben und auch im Garten einfach das Oberirdische stehen lassen. Das ist ein super wichtiger Winterschutz. Ja, da habe ich jetzt gerade noch so ein 15, 20 so in die Richtung gesetzt. Übrigens, da unten ist Erde drinnen. Das wird dann nur oben so mit 5 bis 10 cm Kies abdeckt. So schaut das jetzt aus. Und jetzt schaut es mit um, wie das in 2, 3 Jahren ausschaut. Hallo! So schaut das aus nach 2, 3 Jahren. Das ist auch groß. Ist doch cool, oder? Das kriegt jetzt so eine leuchtend gelbe Herbstfarbe und steht eigentlich den ganzen Winter auch wirklich schön da. Geiles Gras im Herbst. Ja, und bei den Gräsern finde ich auch immer, setzt es mehr, es wirkt dann einfach auch mehr, also ein Mehr wirkt immer mehr, kann man sich gut merken. Bewegt sich dann auch so schön im Wind, dann hat das richtig eine Wirkung. Also man kann da super auch Gartenräume damit schaffen. Also Fazit, bei fast allen Gräsern, speziell bei den nicht immer grünen, schneidet es nicht im Herbst. Es hat erstens einen wunderschönen Herbst- und Winteraspekt mit den Gräsern und das Gras braucht den oberirdischen Teil als Winterschutz und ansonsten bringt es Nässe in die Wurzel ein und dann kann es euch ausfrieren. Ja, weil es einen ganz netten Kontrast da immer bildet zu den ganzen Dingen, die im Herbst halt eine Herbstfarbe kriegen, die gelb werden oder dann absterben. Es gibt ja immer grüne Gräser, das ist sogar ein heimisches in dem Fall, das ist das Kaltblaugras. Das ist Leria albicans, macht so wirklich schöne, bummelige Horste. Super unkompliziert für heiße, schottrige Böden, dass es rauszubringen und ein bisschen Kalk, wenn dabei ist. Sonst heißt es nicht Kalkblaugras. Also ein cooles, schönes Gras. Ja, ein Candelaber-Ehrenpreis. Kirchenglocken haben wir auch dazu. Den werden vielleicht ein paar noch aus den Sommerdrehs kennen, von den Bienenpflanzen her. So schaut er dann im Herbst aus. Wird im Herbst richtig schön leuchtend gelb von oben bis unten. Das sind die abgeblühten Blütenähren. Also auch wirklich eine wunderschöne Herbststimmung, finde ich. Und das steht auch den ganzen Winter. So langsam irgendwann druckt es der Schnee zusammen, tue ich nichts, lasse ich stehen. Bei manchen Stauden mache ich es sogar so, eben auch beim Candelaber-Ehrenpreis, ich lasse sogar dieses Abgestorbene 1:1 stehen, also ich räume das überhaupt nicht weg, das bleibt so stehen, wie es ist und bildet dann gleichzeitig ein Stützgerüst für die neue Generation, die dann im Folgejahr rauskommt. Das ist das ganze abgestorbene Material eigentlich vom Jahr davor und das stützt man dann diese Pflanze, weil die sind ja relativ hoch und du hast einfach ein super Insektenhotel, da kann sich alles Mögliche über den Winter drin verstecken und aufhalten. Ja, wieder herrliche einheimische Pflanzen, die Skabiosen-Flockenblume.
Das ist ein Aspekt, finde ich, der noch viel zu wenig bei uns irgendwie in den Gärten Einzug gefunden hat. Die abgestorbenen Blüten, ich lasse das einfach stehen. Sie remontiert, das heißt, sie blüht wieder und das bildet einfach ein super schönes Gesamtkunstwerk. Und außerdem, wenn ich diese abgeblühten Blüten nicht entferne, dann versahen sie sich natürlich. Dann habe ich eine Aussaat und ich habe dann die nächsten Generationen da. Was zu viel ist, kann man ja ausjäten, wo es einen stört. Aber es geht einfach weiter und das finde ich spannend in einem Garten, wenn eine gewisse Dynamik da ist. Das ist ein super schöner Herbst- und Winteraspekt. Was glaubst du, wenn da der Raureif oben ist? Herrliches Bild. Ich muss es einfach sagen, weil ich es so gern mag. Das ist die Traubenskabiose, das ist eine weiße in dem Fall, die Blierzeit Juli. Juli, August, September, Oktober bliert immer noch. Das sind diese abgeblühten Köpfchen, da kommen dann die Samen wieder, dann kann sie sich aussahen und wieder auch ein sehr wertvoller Insektenmagnet. Man kann mit Zweijährigen auch super, super Aspekte in seinen Garten zaubern. Das da überall, was da aufgeht, sind Natternköpfe, die habe ich ausgesät. Und erstes Jahr entwickeln sich nur diese grünen Blattschöpfe und nächstes Jahr wird es rundherum unglaublich blau blühen. Und das schaut halt jetzt im Herbst auch noch super aus, weil du einen grünen Aspekt da hast. Ja, so schaut dieser Schopf aus. Den habe ich im Vorjahr angesät aus den Samen von den abgeblühten Natternköpfen. Heuer hast du diese Blattrosette und nächstes Jahr haben wir dann die Blitzblaublüte. Ja, da blüht sogar noch ein Natternkopf und da bilden sich dann diese Samen drinnen. Wenn wir schauen, ob schon was rausgeht. Naja, geht noch nicht recht was raus. Aber sie fangen schon an. Und so ein Ding, das brichst dann einfach ab, wenn die Samen reif sind. Das merkst du nicht, dann fallen sie raus. Und dann gehen wir eine Runde ums Haus, da wo es halt schopprig ist. Und dann hast du hunderte Natternköpfe. So einfach ist es. Aber eben, brauchen das zweite Jahr dann zum Blühen. So was kann man einfach nicht wegschneiden im Herbst. Das war ein Wahnsinn. Das ist so ein schönes Bild und ist natürlich auch ökologisch ganz wertvoll, weil da drinnen können sich halt dann die Insekten verstecken. Interessanterweise hat es glaube ich 10 Jahre gedauert, bis eine Königskerze sich in meinem Garten angesiedelt hat. Die ist von selbst gekommen. Jetzt schon langsam geht es nieder. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Jahr, dass ich das stehen lasse, weil die stirbt ja auch ab. Erstes Jahr Blatt, zweites Jahr Blüte und dann stirbt sie. Die habe ich stehen lassen, weil ich einfach wissen wollte, wo geht die dann auf. Und das zeige ich euch, das schaut wirklich cool aus, wenn diese neuen Pflanzen sich bilden. Und es ist wirklich lustig und spannend zu beobachten, wo sie die Dinger dann aussahen, weil die sind eigentlich ganz schön clever, wo sie daherkommen. Natürlich genau da, wo man geht, mitten im Weg. Würde nie eine Pflanze setzen, aber irgendwie hat es einen Reiz und ist ja ganz witzig und schaut einfach auch schön aus da. Soll bleiben. Die Königskerzen suchen sich ja immer so Platzl, wo es recht eher schottrig ist, trocken, so typische Pionierpflanzen. Und wie gesagt, lasst die abgeblühten stehen, ist ganz wichtig für Wildbienen. Da bauen sie ihre Gänge ein und legen Eier da drinnen. So riesige Schöpfe bildet die und nächstes Jahr wird die blühen. Und wenn das nicht super ausschaut, ist doch ein Traum-Herbstaspekt. Das schöne große Laub gegenüber den absterbenden, herbsterbenden Blutweiderich. Einfach ein schönes Bild. Ja, ich finde, dass das heute vielen unserer Gärten ein bisschen fehlt, dass die Natur selbst wieder gärtnern darf. Das hat irgendwie einen ganz besonderen Reiz und mich freut es immer irrsinnig, wenn Pflanzen selber aufgehen. Man kann das lassen, wenn es einem zu viel wird, kann man es eh wieder dezimieren. Aber nur durch eine Pflanze habe ich, glaube ich, rund um und um jetzt 40, 50 solche Königskerzen. Ja, ist doch wie ein Kunstwerk, oder? Diese Königskerzen. Ja, ich lasse natürlich auch im Blutweiderich stehen, klar. Erstens ist es eine wirklich super stabile Staude bis in den Winter rein, weil das ein bisschen holzig ist und kriegt so eine schöne gelb-rote Farbe, so weinrot. Dazwischen habe ich einen Mannstreu stehen lassen, schaut auch super aus, auch ein cooler Aspekt. Also man hat eigentlich neben der Blüte noch einen ganz wertvollen Aspekt im Herbst und den sollte man sich nicht nehmen. Ja, auch die Katze macht sich gut im Herbst nicht im Garten.
Ja, mir tut es oft ein bisschen weh, wenn ich in den Gärten komme und alles ist schon zusammengerammt. Dieses Zusammenrahmen ist ja bei uns immer so wichtig. Und man nimmt sich, finde ich, einen ganz einen wertvollen Aspekt und tut der Tierwelt ja auch nichts gut. Das ist auch ein herrliches Bild. In dem Fall ist ein Mannstreu, so eine Edeldistel. Das schaut super aus. Das ist wie ein Bild, so struktural, zusammen mit den Blutweiderich, die Rotfärben und den Rutenhirsen hat man da wirklich einen schönen Kontrast. Ja, ganz hinten blüht sogar noch der Rheinfarn, auch eine super, super, super Insektenpflanze. Der hat sich auch selber angesagt. Ist doch schön. Ja, das heimische Pfeifengras noch hinter mir, geben wir ihm noch 2-3 Wochen, dann wird es leuchtend gelb, wird viel zu wenig gesetzt. Super für alle, die ein bisschen einen feuchten, frischen, schweren Boden haben. Da fühlt sich das wohl. Unkompliziert. Wunderschöner Herbstaspekt. Ja, und jetzt ist auch die Zeit gekommen, wo ich meine ganzen Blumenwiesen mache. Ich mache es nur einmal im Jahr, weil dann kriegt man die höchste Vielfalt rein, weil sie sich eben super aussehen können. Ich lasse dann ein paar Tage liegen, also das abgemähte Mähgut. Dann kann ich es ein wenig auftrocknen, die letzten Samen fliegen raus, dann räche ich es zusammen, dann kommt es auf meinen Komposter. Das war's dann. Ich mache zwar einen Großteil von meinen Blumenwiesen mai, weil ich eben nicht will, dass sie organische Masse dann mit der Zeit anbaut. Dann geht die Vielfalt nämlich nach unten. Ich lasse aber auch einiges immer stehen, wie zum Beispiel da wieder das Mädesüß. Erstens schaut es cool aus, zweitens haben wir wieder ein bisschen einen Rückzugsort für Insekten im Winter. So, wenn das dann 2-3 Tage liegt, dann ist es schön trocken, dann räche ich es zusammen, dann beidelt es den letzten Samen runter und dann kommt es auf meinen Komposter. So, Gas habe ich leider keinen, war zum Überlegen. Ich schmeiße auf den Komposter zu meinen Himbeeren, denen taugt es auch. Da kannst du einen richtig langen Riedel machen. Also Fazit, bis auf das, dass ich meine Blumenwiesen da niedermache, und das ist ein super Konditionstrainer, hat man im Herbst eigentlich, so geht man so ein bisschen, da hat der Gärtner frei, da ist nicht so viel zum tun. Diese ganzen Stauden lasse ich stehen. Auch übrigens bitte nicht düngen im Herbst, tun wir nicht, weil die Pflanzen wollen ja in Ruhe gehen, die wollen wir jetzt nicht noch einmal ankurbeln. Mich würde es früh freuen, wenn ich ein paar überzeugen hätte können, die vielleicht im Herbst relativ radikal im Garten immer sauber machen. Das könnt ihr einmal ausprobieren. Lasst einfach einmal einen Teil stehen. Wie gesagt, es kriegt ein anderes Gartenbild im Herbst und im Winter. Und das ist schade um diesen Aspekt. Und es wäre für die Tierwelt so super, wenn wir eher diese Sachen da stehen lassen. Herbst finde ich eine coole Zeit, weil es schön ist von der Form her, weil es im Garten ein bisschen ruhiger ist, man kann so richtig genießen und trotzdem ist er noch lebendig, der Winter ist noch fern und ich glaube, jetzt gehe ich Drachenstein, weil der Wind so schön bläst. Da tue ich auch mal nichts im Garten, oder?